Geschichte vom Jurybett. Wie ich ihn erzählen muss jetzt. Sie ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, dass ich noch nicht schwindelig bin. Die Sache, die ist nämlich die. Ich bin liiert mit der Marie. Sie wohnt schon seit einem Jahr bei mir. Und ab und zu werd ich intim mit ihr. Also ohne ihr Gefühl zu verletzen, es ist ein Tierchen, bitte sehr, was man nimmt nach dem Geschlechtsverkehr. Man sollte es also nicht benutzen zum Schuhe oder Fenster putzen. Man hat so ein Leben, griffbereit unterm Bett, ist wieder an der Zeit. Weg, nicht aufzufinden in kein Eck. Ich greif mir unterm Bett, ich such nur eine in einem Mundstrom durch. Bei uns wird nämlich nie gesagt, wer der Marie das halt nicht so taugt. Und sagen tut sie lieber Fetzen, deswegen brauch ich den Jurifetzen. Oh Marie, wo ist er hin? Dass sie ihn nicht findet. Gestern noch, morgen noch da. Oh Marie, wo ist er noch hin? Ich hab den Fall dann aufgedeckt. Sie hat das Fenster gut versteckt. Hygienisch liegt sie voll im Trend, obwohl sie putzt sie nicht dezent. Doch meinen Jurifetzen hat's gesagt, gerettet für der Katz, bei dir ansonsten fressen hätt. Na ja, das Viecher ist nicht blöd. Vom Kero angehört und geflucht. Und der Marie war es auch schon zu spät, weil ohne Fetzen tut es nicht. Zum Schluss schau ich zufällig nach im Eiskosten, im Tiefkühlfach. Und drin mein Jurifetzen war Stabort vereist und unbrauchbar. Oh Marie, wo ist er hin? Dass ich ihn nicht find, gestern noch, morgen noch doch. Oh Marie, wo ist er nun? Jetzt alle. Wo ist er hin? Gestern, dass ich ihn nicht find. Gestern war er doch. Gestern noch. Gehören schon mal Chance gehen. Das war die Geschichte von Jurifetz, die ich Ihnen erzählen wollte. Sie war gar nicht so kompliziert, dass man dabei den Form verliert. Doch was man noch so Geschichten lernt, nicht gut ist, dass man was entfernt, dass man das öfter doch verwendet. Und damit ist es nicht zu Ende.
Herzlichen Dank. Uli Pierre. Ein Stück. Matthias Kent. Aber wie? Ja.